Das macht Spaß. Ja, mit der habe ich auch Spaß. Schön Zweier Bismarck. Boah, stell dir vor, die hätte Secondary 3, 17 Geschütze mit der Secondary, ne? Das wäre noch härter. Boah, ich freue mich auf Friedrich der Großen immer noch. Wie viel fehlt mir noch? 27. Auf was wir aufpassen müssen, diese beiden russischen Schiffe da unten, ne? Und auf die Atago. Oh, die Map ist neu, ne? Ja, war schon oft. Gefechtsstation. Geradeaus durch. Ja, rechts halt, ne? Würde ich sagen. Also du sagst auf keinen Fall Breitseite zeigen, ne? Ey, lass uns das machen wie mit der Bayern, das oder? Da müssen wir halt erstmal nah rankommen, ne? Und hier war halt auch Bismarck. Viele. Ja, aber viele haben ja auch schon gesehen, dass viele nicht diese Secondary-Updates haben, ne? Ja, aber trotzdem, also wir müssen mit zwei Bismarcks dann trotzdem, also es wird halt für uns auch haarig. Auch wenn die nicht haben, umso besser ist aber. Wir haben auch nur Scharnhorst hinter uns, also. Naja. Du willst jetzt echt da durchfahren, durch diese kleine Lücke. Warte. Welche kleine Lücke? Hast du dir auch die. Ach so, du hast so eine normale Tarnung. Ich bin entdeckt. Ich bin ja, hart auch. Entdeckt. Ja, bestimmt, oder? Ja, hier sind Schachtelfer. Also es muss auf jeden Fall schon jemand da sein. Die Bismarck da hinten. Den ersten Treffer kriegt natürlich ich ab, ne? Da vorne ist schon was. Oh, die Miyoko ist schon fast kaputt. Vor der Scharnhorst müssen wir beide aufpassen, ne? Oh, gut getroffen, ne? Hoffentlich kommt die North Carolina. Euro? Die Scharnhorst habe ich gerade gut getroffen, ne? Habe ich nicht gesehen. Weil wir schon in dem Yoko-Fall waren. Scheiße. Bei den Chapaye. Ist böse. Dann HE schleudern. Ja, Das ist noch alleine. Irgendwas stimmt gerade nicht. Wenn wir das Spiel sich aufgaben. Ist jetzt hier auch gerade nicht mehr schließen. Scheiße, 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 scheiße. Genau im richtigen das Moment. Mal. Jetzt muss auch so ein Update kommen, ne?
Lol. Cool. Ist ein Zerstörer bei uns? Auf dem Weg. Lade schneller, du scheiß Bastardspiel. Ah. Weiß auch nicht, du, wenn hier wirklich die Chapayev sind. Und dann auch die Bismarck. Habe ich schon Schaden gesteckt? Nee. Gut. Das ist das Wichtigste. Wie, ich bin gebannt. Wegen angeblich ein Botzerei? Wir haben schon 4 Schiffe verloren. Weil. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Die Schlacht beginnt. Komme. Muss so oder so ab. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ich habe gerade die Bismarck zweimal getroffen, aber keinen Schaden gemacht. Auch nicht schlecht. Also ihr habt die Chapayev nicht mehr erwartet. Der gegnerische Kreuz. Du drehst ab? Ja, ich muss noch mal wieder rein. Schade was. Sag, ich will ja nicht, dass du auch noch bei mir bist. Das ist ganz schlecht, was du machst. Hinter mir? Ja. Schießt du auf das andere Schiff? Ja, auf den Chapayev. Dann kümmere ich mich weiter um die Bismarck. Die kommen dann noch gut. Komm! Mit der Ente? Oh. Komm, ich helfe dir auch mal bei der Bismarck. Boah, ich hasse diese russischen Kreuzer, ne?
Zum Glück hat er keine. Fünf Schiffe verloren, hier nicht mal eins. Aber man muss zugeben, ich geb mir ein ganz gutes Duell mit der Bismarck, ne? Oder Eurofighter? Der Bismarck habe ich es gegeben, ne? Mit so einer überbewältigenden Macht. Achtung, der hat Repair Kit 2, ist mir aufgefallen, und das Reparatur Kit 2 wohl. Er feuert Torpedos ab. Ja, ich stehe schon ab. Hinter dir werden auch noch Torpedos kommen, ne? Ey, wie schnell, guck mal, wie schnell sich die repariert. Hier das Kind 2 dabei. Siehst du das hinten, Eurofighter, mit der Bismarck? Ja, ich will hier und hier etwa 12.000. Was haben wir Schaden, Horst? 54.000 ja, Schaden habe ich gemacht. 50.000? Geht eigentlich. Ja, ich glaube, du wirst durch Flammen draufgehen, oder? Oder durch die andere Bismarck. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ja, schon mal hat unser Team war. Hätte ich ganz schön viel reporten dürfen, ey. Returning of the Report Fighter. Hallo, schau mal. Wir verlieren sogar unsere Basis. Sieben Schiffe von uns zerstört und wir haben gerade mal zwei. Und das eine haben wir gemacht. Aber also, richtig hart. Stell dir vor, wir werden dann trotzdem die letzten beiden vom Team. Warum fährt auch keiner in die Basis rein, ne? Ey, die ganze feindliche Flotte ist noch Full Dive. Ja. Kannst du dir denken, wie viel unser anderes Team geleistet hat? Wir hätten die so leicht auseinandernehmen können, ne? Ja, wir haben uns auch nicht so gut angestellt. Aber da wollte ich mich schon vor allen melden. Mal schauen, wo wir beide stehen. Ich bin ja gespannt, wie scheiße die waren. Wenn ich das schon sehe hier, North Carolina 459. Bismarck 403. Was ist das? Hey, ich bin Yoko, ja. Sims spielt schlecht. Hallo, spielt schlecht. Amadi. Amadi 338 Punkte. Alter, alle fragen mich, wie schafft man das denn so kacke zu sein? Mhm. Also, da muss man sich ja wirklich schon anstrengen. Eurofighter, ich erinnere mich doch an meine Leistung mit 0 Punkten. Okay, da wurde auch direkt mein Munitionsbunker getroffen. Beim Spawn. Trotzdem gab es eigentlich ganz gut EP, ne? Willst du mal wieder eine Runde mit der Graf Spee? Mhm. Ich hab dich noch nie mit den Schiffsspielen gesehen. Ist auch dein erstes Premium-Schiff eigentlich, ne? Mhm.
Ne, du hast ja noch die anderen Dinger, ne? AP Kongo. Ja, aber die sind keine richtigen Premium-Schiffe. High Premium, ne? Mann, so ein Kreuzer müssen wir wieder herstellen, wir Deutschen, ne? Ja. Abspiel ist bereit. Ich finde eigentlich von dem Schiff auch die Nachladezeit halt nicht so schlimm, ne? Was findest du nicht so schlimm? Die Nachladezeit. So. Ja, nee, die ist echt schon gut. Nicht so wie die New York, New Mexico, ey, boah. Mach schon mal Hipper, Cleveland, Leander, Leander, Johnny. Mach schon mal schön. Ja, Eurofighter. Die New York ist das schlimmste Schiff, ne? Ich sag, einmal gespielt, willst du die nie wieder mehr haben. Ich freue mich schon auf den MWC. Auf was? Auf die Mobile World Congress, wo nun ja neue Smartphones vorgestellt werden. Das S8 soll dies ja eine Überraschung werden, ne? Ja. Angeblich. Ja, weil sie in den Stück zu fürs iPhone 8 brauchen. Alle Mann auf Gefecht. Ja, ich spann, was sich Apple einfallen lässt. Den Seitenbildschirm von Samsung haben die gekauft, die Displays? Die Displays OLED, aber nur fürs große Modell, was ich auch schon wieder. Naja, ist halt Apple, ne? Ist halt. Und Samsung wird das erste Handy mit Bluetooth 3.0, 4.0 sein, ne? Ist das nicht schon mal eine in 4.0? Nein, bis jetzt ist noch 3.0 bei jenen. Das wird jetzt schon einige mit 4.0. Ne, ich bin halt wirklich gespannt, wie es in der Glas-Abbildung. Schick mal ein paar Bilder dann. Ne, ich weiß schon, wie es aussehen soll. Von Samsung eigentlich auch. Ich mag die Samsung Design Spar eh nicht ganz so. Bin aber vor allem schon, wie Apple sich anstellt. Hm. Ich finde es ja hart, ne? Machen, oder ob das immer noch genauso aussieht wie alle anderen. Ich hatte jetzt mal im Mediamarkt ein iPhone 7 in der Hand. Diamantschwarze. Ich finde, das fühlt sich total billig an. Hm. Weißt du, wie viel die kostet, die Herstellung von iPhone? Ja, wie 250 oder 270. Ich werde jetzt schon gezielt. Zieh dich zurück. Bin auch schon im Bett. Ne, ich habe dieses Ziele-Update, ne? Dass du siehst, was alles auf dich zielt, ne? 5 Schiffe sind hier. Bin gut geordnet. Und ich finde, von was. Also, ich finde das. Taptic Engine von iPhone 7 total kacke. Und ich find's lustig, dass du nicht schnell scrollen kannst auf Webseiten. Mhm. Du scrollst mal so nur so ein bisschen. Und hast du mitbekommen, dass Apple seinen ganzen Internetverlauf auf ihren Servern abspeichert? Bei Google anders ist es, weil ich die Sommer zu bezweifeln. Aber ich kann. Also mein, keine Ahnung, iPhone finde ich nach wie vor einfach nur. Kann ich mich nicht damit einfach freuen. Das ist für mich zu teuer. Für sowas. Ja, aber ein guter Samsung, also die S-Reihe oder so, die ist auch nicht billig. Ich habe meins für 500 bekommen. Neu. Ja, aber trotzdem. Ich hätte damals für mein Handy ja nicht auch 500 ausgegeben. Aber. Einfach viel Geld. Huawei hat gut aufgeholt, ne? Ja, wo ich das E10 oder sowas jetzt. Also, die haben. Ich mag alle Smartphones nicht, die vorne einen Home-Button. Nimmt so viel Platz und das finde ich halt so. So Anno 2010 oder so. Das ist halt nicht. Echt gar nicht. Aber ich hatte jetzt mal ein ZTE Axon 7. Also, das fand ich eh schon eigentlich ganz geil. Hatte ich jetzt mal in der Hand und so. Und du sagst, das gefällt mir eigentlich echt ganz gut.
Nur was ich komisch finde, die ganzen chinesischen Smartphones haben alle ein total warmes Display. Also von den Farben her. Ja. Das ist kein weißes, sondern es hat so. Dieses so freundliche, ne? Weil es warm ist. Das ist ein ganz anderes eingestellt. Muss man schauen, wenn man auch mal also so eine Kalibrierung drin haben. Ich glaube, du kannst es in den Entwicklermodus vielleicht einstellen. Die meisten haben es auch so im normalen, also kannst du es einstellen. Also ich weiß, bei meinem Sony kann ich es auch einstellen, also kann ich die normalen Farben, Farbmischung und so weiter zusammenstellen. Ja. Aber die Chinesen haben das auch, weil das glaube ich, die haben absichtlich, ich habe nicht, glaube ich, einfach mehrere Farben. Shit, zu früh abgefeuert. Oder? Oh, doch noch Treffer geworden. Ich liebe die Musik jetzt einfach hier, ne? Wie die es gemacht haben. Ich bin geortet. Ja, bin ich gespannt auf den Nachfolger von PS7. Weil erstens war es halt echt eine geile Technik, nur der Preis war halt, also glaube ich, für 450 oder so gab es das. Das fand ich echt ganz geil. Auch Verarbeitungsqualität. Achtung, die Hipper zielt auf mich. Und die New Carolina, glaube ich. Und ich finde die neuen HTCs vom Aussehen eigentlich auch ganz nice. Mhm. Also von hinten jedenfalls. Immer schön von hinten nehmen. Das ist blau. Blau, also auf den Bildern sieht so schön aus. Scheiße, ich kann die New Carolina nicht richtig einschätzen. Die Schütze, das ist ja wohl maximale Schütze. Der Kilometer Streuung passt. Ich bin da gespannt. Aber das Spiel läuft schon lange, dass noch kein Schiff verloren gegangen ist, ne? Die werden für mich gewinnen. Ihr schießt mal mit HE, ne? Wenn man auf kein Schiff bestimmt ist vorher, dann haben die Schüsse immer maximale Streuung. Sind ja. Schießt du weiter mit AP? Ich mach HE dann? Ja, HE macht halt immer höchstens 3200 Schaden. Ja, ich brauche aber die Flugabwehr, muss ich schneller. Mal lass er mal kaputt machen. Schau, wenn ich jetzt einziehe, dann ist die Schlüsselkurs deutlich präziser. Als du den nicht anvisiert hast, das ist der Wahnsinn. Folgt mir hier. Ach, du wiegst auch gerade ab. Zwei Idioten, ein Gedanke, ne? Ich finde halt geil, wie schnell einfach die Schüsse von den Schiffen fliegen, ne? Hm. Oh, zweimal in Brand gesetzt, die Hipper. Achtung, der Achtung, ich hab sie, glaube ich, trotzdem noch mit rein. Ich meine auf die Oberfläche. Achtung, Atago! Okay, von Apple ist auch nicht besonders missfreundlich. Handling her. Nur zu, kannst du nicht mal ein. Also, ich habe noch nicht rausgefunden, wann der eine passt. Warst du mit auf den Trepets? Ja. Mit eher auf die Trepets schießen. Benötige Deckungsfeuer. Ich kann jetzt sagen, wenn wir angezielt werden oder wenn die in der Nähe von mich einfach rübergehen. Hat er gerade auf uns die Torpedos gefeuert? Achtung, die North Carolina zieht auf uns. Ja. Scheiße, scheiße. Ich kann nicht mal abbiegen. Also, hier hast du wirklich früh genug gesehen. Da ist wirklich ausweichen können. Da bist du jetzt aber wirklich reingefahren. Ich hab erst gedacht, die gehen vorbei, ne? Nein.
Wie viel Kilometer Reichweite habe ich mit den Torps? Sind die Torpedos zu dir? Ja, ich kann nicht mal lenken. Und auf dich auch noch mal. Arsch, knapp kurz vorbei, ne? Bei Sekundär ist gut von der, ne? Oh. Für einen Kreuzer? Ich finde auch, die Torpedowerfer sind cool. Wie schnell die einfach fahren. Oh, stimmt. Torpedo. Ah, gut, dass du mich daran erinnerst. Die habe ich vergessen. Einsetzen. Sind ja noch nicht auffällig da hinten, ne? Aber die sind schnell, die Torpedos, ne? Hätte ich der volle Kanne reinjagen können. Ja, ich auch. Oh, ich hab's vergessen, dass ihr auch Torpedos habt. Ich muss das gut alles toll. Oh, ja. Ja, die KfW ist geil, ne? So, mit welchem Schiff willst du jetzt am liebsten noch fahren? Warte, mach mal. Boah, ich hätte auch was für Japanisches Lust. Oder willst du weiter dein britisches Kackding leveln? Britisches Kackding leveln. Oh, die Karspray ist schon zurück. Aber HTC ist halt einfach immer zu teuer für das, was verboten wird. Ich finde, Huawei ist nicht schlecht derzeit. Die werden auch teuer. Eigentlich wird alles teuer. Huawei hat sich gut gemacht. Ey, es gibt einen neuen Hafen, ne? Welcher denn? Drache. Habe ich doch schon letztes Mal erzählt. Wow. Wir beide hören echt manchmal nie zu. Ja, allerdings. Nein. Mittlerweile bin ich auch total so chinesisch markenaffin. Also was Handys angeht. Also Xiaomi, wie die heißen, ja? Das was? Mi Mix, das ist. Kennst du das? Das Xiaomi Mi Mix? Nee. Hört sich an wie so. Hört sich an, als ob Diva was damit zu tun hat. Hatte ich da nicht mal was geschickt? Xiaomi Nein. Mi Mix? Das ist dieses Handy, was. Selbst schwimmen? Gar kein voller Display hat. Oh. Wie? Ist halt kein Display. Also hier Rand. Achso. Ja, das schick ist ein TS, das ich jetzt gar nicht angucken kann. Ich bin ja nicht ein bisschen bestimmtes Mädchen, das einen Doppelbildschirm hat. Alter, ich finde Ring so schön. Alter, haben wir echt hier zwei Pinke drin, ne? Beide Zerstörer auch noch. Dazu A. Ich komm mit. Aber ich gehe gut ab mit der Schrottmühle hier. Ey, ich komme immer noch nicht klar mit den Geschützen, ne? Du bei mir? Warum haben wir eigentlich dauernd Flugzeugträger, wenn ich einen Zerstörer spiele?
Hast du mein Shit? Aber zu A? Ja. Hier ist ein Zerstörer. Es hat halt 93% der Front sind halt Display. Also möglichst wenig Gehäuserand. Das finde ich ganz geil. So, du bist ja schon geil aus. Alter, ich wusste, dass ich schon eine geile Nuss bin. Als ich so geil bin, wusste ich auch nicht. Nachricht erhalten. Ich kümmere mich darum. Nicht rein. Sorry, ich muss ausweichen, dann Manöver machen. Alter! Ich drück den wieder. Das einmal Nebel. Don't follow your allies. Aber es sah schon cool aus, wie du mir reingefahren bist, ne? Hinter dir ist Nebel, ne? Was? Fahr mal nach rechts. Sorry, ich muss den Zerstörer ausschalten. Achtung, Nebel verschwindet in 20 Sekunden. Boah, ich glaube, ich hole mir noch das Reichweiten-Update hinzu. Ey, die Sotianer sollen mir jetzt nicht in die Fähre fahren. Hast du noch Nebel? Ja, weil ich den gehe. Ach, was? Schießt auf der Diane? Ja. Ja, wahrscheinlich kommen, wo die Nacht. Oh, die Kongo kommt jetzt nach vorne, ne? Okay. Pass ganz auf, haben wir ja gerade meine Torpedos bereit. Meine kommen aber auch schon. Na, werden meine treffen? Also diese beiden Schiffe im Team sind ganz gut, ne? Oh, ich hab Torpedotreffer gemacht. Ja. Ey, ich liebe dieses Schiff. Ich fang für dich ab. Nicht. Nein. Mach mich ja rein. Oh, das ist auch was zerstört, ne? Ich habe gerade ein Flugzeug abgeschossen. Ich hole mir jetzt die Milgobi.
Alter, wie gerade abräumen mit dem Zerstörer, ne? Nur die AFK. Nee, sie hat geschossen vorhin. Die steht ja da hinten immer noch. Alter, 41.000 Schaden habe ich schon gemacht. Und du? 30.000. Der Flugzeugträger ist auch noch da, ne? Ne, der ist zerstört. Da habe ich kaputt gemacht. Der hat einfach schon drei Schiffe zerstört. Ist auch nicht schlecht, das Schiff, ne? Maschinenboost aktiviert. Na, kriegt er noch die Wyoming? Ja. Aber ich. Gut. Ja, sehr schön. Unser Team hat die Führung. Ich wollte jetzt auch noch der Dance gerade gemacht bei der. Links habe ich ein bisschen viel gemacht bei der, der Trailer. Das war doch schön. 50.000 Schaden. 41 habe ich. Mit einem schönen Zerstörer. Und ich lebe noch. Ich finde halt die Flugabwehr auch super von denen hier. Da ist die Boomangest gerade gewesen. Das hat doch Spaß gemacht. Ja. Ich habe sogar noch ganz gut Leben, muss ich zugeben. Nein, ist noch fast voll. Sagt er und stirbt. Durchhalten, Hilfe ist auf dem Weg. Ja, das Schirm. Nein, hier will ich mal den Kopf. Das Problem ist, sie sind zwar vor allem in China halt günstig, da ist für 450 Euro oder so rausgebracht. Und, jetzt, weil, wenn ich es mir hätte importieren lassen müssen, wäre ich bei 6 oder so. Das ist an sich, das ist denen schon nicht egal. Wobei, die Torpedos kommen richtig gut gerade. Maschinenboost deaktiviert. Oh, die New York. König kannst du jetzt noch holen. Ja, scheiße Torpedos. Komm schon, beschleunige. Ich mache auch nur Scheiße hier, ne? Ich find's komisch, warum auch die ganzen Hersteller noch keine geilen Farben würde anbieten. Einzig sind ja teilweise geile Farben halt halt das HDC. Aber zum Beispiel halt ein schönes, also die haben halt rot, blau und so weiter. Also richtig schöne Farben. Ja, ich finde weiß auch nicht schlecht. Ja, nee, weiß ich halt gar nicht. Ja, die König ist weg. Normale Grau oder Schwarz ist halt was jeder hat. Sehr schön. Ich hätte ganz gerne Silber gehabt, aber da gab's nicht die Farbe. Ich hätte gerade lieber was ausgefallen. Alter, ich bin aber auch ganz schön weit oben. Ja. Oh, da hat einer einen Teamkill gemacht.
Guck mal, ich bin gleich aus mit den anderen Zerstörer. Mit demselben Modell.